Er ist jetzt nicht so mega schwer, wenn er eigentlich gerade irgendwo. Gott, das ist halt so ein scheiß Bläser wie in den Dingens-Level. Hab ich einmal erwischt. So. Was der ist jetzt? Gäbe? Ich will nur kurz heilen, so. Was macht denn der jetzt? Boah. Hab draußen gewischt. Ach nee, ernsthaft? Oh Leute, ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Ja, das wird es natürlich ekel. Das wird es mega ekelhaft. Ich muss weg. Was zum Fick war das denn jetzt? Gott! Alter, was ist denn das für ein Boss? Bei dem Game habe ich anscheinend erledigt, ich muss nur noch zum Blauen irgendwie. Der ist also nicht so schwierig. So, jetzt, danke. Boah, Alter. Das ist natürlich jetzt in der Listenfolge drin. Ich muss kurz was trinken. Heilige Scheiße. Okay, also der war. Ich glaube, den grünen habe ich jetzt nur per grün, weiß ich nicht mehr, oder das gelb, keine Ahnung. Jedenfalls der große Grund ist, da habe ich das nur per Zufall irgendwie besiegt, außersehen, wo ich es nicht wollte. Aber den Cross ist auffällig. Und das heißt, was ist denn der nächste groß? Live it, Surreal Dream. Ich glaube, das ist Pilzlevel. Das kann Spaß werden. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was das wird. Hey, wo war denn der Ausgang nochmal? Hier, ne? Genau, so. Wow. Dann bin ich immer gespannt. Revenge Row, werde ich, Jungs, du müsstest mal antesten und gucken, wie das ist. Heute 2, 4, 6, ja, dann haben wir jetzt fertig. 103 Sterne. Cross 14, Live It So Your Dream, Dangerous Snake Block Ride. Das sieht nach irgendeiner Kacke aus Mario Sunshine. Ach, Leute. Ach, muss ich mich doch mal ganz kurz dabei was machen. Box, muss man kurz die. Thermostate hier den Thermostat in den Bus ein bisschen niedriger stellen. Das kann ich auch nebenbei kurz eine Aufnahme machen. Geräteverwaltung. Wohnzimmer. Kann ich das auch? Bedienung. Der Heizung wollen Sie mal bitte keine 22 Grad oder sowas. Allgemein überall runter auf 22 Grad ist viel zu warm. Ernsthaft, Leute. So. Gut. So, hoffe ich. Das dauert jetzt zwar ein paar Minuten, bis das fertig ist, aber egal. So. Ich mache mal kurz Licht. So ein bisschen dunkel dann. So, Dangerous Snake Bite. Das klingt jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ja, kannst du trocken machen, ja, irgendwie noch. Als Tee ist nicht ganz so geil. Boy. Was ist das? Okay, also wir sind wirklich in einem surrealen Dream. Surrealen Dream. So, wo muss ich das nochmal an? Ich hab schon vergessen. Ich glaube hier drüben oder so, ne? Irgendwie. Gut. Gut, dass wir da drüber geredet haben.
Gut, dass ich jetzt nochmal alles neu machen darf, weil ich jetzt selbsttätig gemacht habe. Ich war Depp. Ich sehe nichts. Hey. Geht doch. So. Ich hasse das, wenn das passiert. Hey, ich vergesse es zu speichern. Ich mache es so oft und dann vergesse es immer wieder. Das ist echt mega nervig. So. Guck mal, das ist auch geschafft. Danke. So, jetzt geht's ab. Ab die Luzi, ab in das Pilzlevel. Das Level, was passiert, wenn Mario zu viel von seinen Pilzen gefressen hat. So, also ich muss tatsächlich wirklich dahin irgendwie und dann auf Pilze oder so. Und irgendwie muss ich hier irgendwie so. Wie komme ich da hoch? Oder muss ich da den hier? Wahrscheinlich sollen die. Was ist das? Was ist das? Oh Gott, das ist irgendwie so eine Zelda-Hand oder so, ne? Nee. Kamera, der macht ganz schön viel Schaden. Und ignoriere ich jetzt einfach mal. Oh Gott, ich hasse. Oh Gott. Nee. Ich hatte diese Blöcke schon in Super Mario World gehasst. Wo? Was? Wollte gerade sagen, ernsthaft Blind Jump ist oder was? Okay, ich heile mich mal eben ganz kurz. Das ist jetzt Spiel anders belastend hier. Wie besiege ich die Viecher? Ernsthaft. Wie besiege ich die Viecher? Und das war dumm. Ey, die sind ganz. Ey, die sind echt gruselig, die Viecher. Nur so ein Mischer aus Hand und Spinne. Arachnophobia freuen sich. Okay, wenn ich ja sehen würde, wo der Block weitergeht, dann könnte ich auch hinspringen, aber. Gott, ist das ekelhaft. Hier nach unten. Wo nach unten? Okay, das war dumm. Verschwinden die eigentlich oder wie ist das? Ditte. Die verschwinden tatsächlicherweise. Okay, ich muss dann irgendwie da rechts hinspringen oder so. Hier, okay. Gott, das ist geklappt. Also das Level hasse ich jetzt schon. Das ist einfach so unheimlich, wie der Spielchen es gerade zunimmt. Achso, ich werde auf den nächsten drauf, sagt das doch. Ich meine, sagt das Spiel mir wahrscheinlich, aber ich höre nicht zu. Was sind das, dass sie bilden oder was? Wo muss ich jetzt? Da. Gut, ne? Gut, dass wir drüber geredet haben. Okay, das war jetzt mega dumm. Muss ich mir nach links springen gleich. So. Das ist auch wieder so ein Safe-State-Level gefühlt. Da sind jetzt der Stern. Kommt vorhin noch ein Block oder war das der letzte? Die Musik erinnert mich irgendwie so ein bisschen an LSD Dream Emulator. So nebenbei. Also falls ihr das noch nicht geguckt habt, guckt euch das mal an. Das war nicht ein langes Display. Ich muss es irgendwann mal vervollständigen. Aber da kriegst du ja, da wirst du ja bekloppt von dem Spiel. So unheimlich bekloppt das ist. Das wiederholt sich auch sehr viel. The Bottomless Pit. Achso, das ist dieses blinkende Etwas. Okay, wie komme ich da hin? Ist die Frage. Oh mein, oh nein. Mit euch lege ich mich nicht an. Hä? Ich hab grad ein bisschen getroppt. Wie auch immer das passiert ist. Gut.
Aus irgendeinem Gegendoland oder so? Ich bin da. Zum Glück besiege ich die. Gar nicht. Das ist ja gerade ein bisschen was von. Gut, da ist der Estate. Wo bin ich? Okay, ich bin immer noch wirklich ein Stern. Ey, ich sollte mir echt irgendwann hier mehr zum Speichern, ne? Das ist halt echt, aua. Arschloch. Stecke fest. Geil. Nein! Gut, gut, dass wir drüber geredet haben. Gut, dass wir drüber geredet haben, Leute. Kommen da irgendwie drauf oder so? So eine Frage nebenbei. Irgendwie. Wie besiegen denn diese komischen Hände? Die meint echt auf den Senkel. So auf jeden Fall nicht. Das ist halt echt mega nervig. Die Viecher. Wie besiege ich die? Die schalten dann irgendwie in so einen Unbesiegbarkeitsmodus. Irgendwie mal wieder, ich hasse solche Gegner, wo du nicht weißt, wie du besiegst. Wie geht denn das? Fliegen die halt auch noch so weit. Ich kann auch nicht drauf springen, oder? Gefühlt. So dieses klassische, ich springe auf den Gegner drauf und er ist tot. Jetzt schon anstrengend. Mach doch mal diesen scheiß Weißsprung, Mario, sofort hier, Alter. So. Hier ist jetzt die Frage: Ist da irgendwas drin, was mir hilft, eventuell? Nö. Ja, geil. Jetzt geht mir jetzt schon ein Senkel. Nee, das klappt irgendwie auch nicht so ganz. Ist doch zu hoch. Der Ding ist, Dreifachsprung kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil es einfach zu. Zu schmal, um da einen Dreifachsprung zu machen. Oder nicht? Muss ich mir wieder irgendwelche Videos angucken, jetzt mal ganz ehrlich. So, ich gehe nach Würfels Royal Dream und ich guck, ich krieg irgendwelche Schwobler-Scheiße natürlich. So. Also. Dann gucken wir mal. Danger Snack noch Bright, das ist das, das hat man schon gehabt. Machen der Typ das. Der man kann also auch diese. Der Schei hat auch so einen grünen Bobbel drauf, so einen grünen, ne? So eine grüne komische Blase drauf. Und gibt's natürlich wieder rote Münzen, das wird lustig.